Man war auf beiden Seiten kooperationsbereit. Die DDR wollte Geld verdienen und wir wollten unseren Müll loswerden. Also es waren gemeinsame Interessen im Grunde genommen. Da wurde dann ein richtiger Grenzübergang geschaffen und vor allem sorgfältig darauf geachtet, dass die zurückkommenden Fahrzeuge auch wirklich leer waren, dass da nicht irgendwelche DDR-Leute sich drin versteckt haben.